Okay, das können wir natürlich abbrechen. Das heißt, Nummer 3. Das kriegen wir doch noch hin, wenn wir ein bisschen tricksen. Man muss die Spielmechanik erst kennen. Ah, wieder der Roboter. Haben wir hier Wall-E dabei oder Nummer 5? Und dann wollen wir. Ah, Clank Price, das hat wirklich so geklappt. Hätte mich natürlich gewundert, wenn nicht. Do you want it? Ja, so ein Sheriff Hut. Für 45 Kronen ziemlich teuer, aber immerhin. Bleib dann. Talk. Lacht, dass ich jetzt schlapp, dass wir das Ding gekauft haben. Oh, exklusive Produkte. Junge, zeig mir ein paar Produkte oder ich hau dir eine. Na komm, in 20 Sekunden schaffen wir nicht mal so viel. Also weg hier. Na komm. Ich habe gesehen, bei YouTube ist es ja so, man kriegt ja, wenn man ein Video hochlädt, drei zufällig oder drei nach einem bestimmten Algorithmus ausgewählte mögliche Thumbnails, die sich irgendwo an Bildposition orientiert, aber meistens so ein Ladebildschirm zu sehen. Mann, was soll das denn? Zum Glück habe ich meinen Kanal schon verifiziert, schon vor langer Zeit, und kann auch eigene Thumbnails hochladen, wie ihr natürlich gesehen habt. So, was haben wir jetzt? Okay, was jetzt? Fantastic. Fantastisch, ein 2 Plus ist sehr, sehr gut. Ich bin so stolz auf dich. Hier hast du $50 als Belohnung. Weiter habe ich jetzt nicht gelesen. Your home, eat, work, study, würde ich sagen. Wir haben ja den 2. April. Da müssen wir schon mal wieder was für die Schule tun. Ja, gleich mal schauen, wie viel wir getan haben. Haben wir den ganzen Unterricht nur gepennt oder haben wir zugehört? Oh, 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 oh. Das wird schwer. Okay, die Kommentare. Bearbeitung des Videos ist natürlich immer noch schlecht. So, unsere Balken hier oben für Hunger und Müdigkeit sehen gut aus. Wir gehen erstmal wieder arbeiten. Oh, 6 Stunden Zeitung austragen. Das bringt doch ein bisschen Geld. Und ich würde sagen, wenn das Video dann Geld reingebracht hat, werden wir wohl auch umziehen. Der Vorteil ist, ich habe auch im Nachhinein gesehen, man hat eine schnellere Internetleitung. Damit verkürzt man schon mal den Upload. Spart man sich nochmal mehr Zeit. Und wisst ihr was? Schlafen können wir später noch. Neues Game Video. 76. Die sind alle out. Oh. Dann müssen wir uns mit dem hier begnügen. Fortfahren. Komm, setz dich nieder auf deine 4 Buchstaben. Und mit einem seriösen Greeting. Was haben wir hier jetzt? Off Topic und das sarkastisch. Ja, sarkastisch. Im Ladebildschirm immer sarkastisch sein. Was haben wir? Game Intro. Off Topic. Manchmal sprechen die Intros auch für sich. So wie zum Beispiel bei Diablo. 1A Intros oder Zwischensequenzen. Ein Hot Challenge. Professioneller Kommentar. Ja, so muss das doch gemacht werden. Plot Twist. Finale Credits, was ist das letzte? Das ist der letzte Clip, okay? Also sehen wir in der nächsten Folge, was nun doch am Ende vom Rennen passiert. Haben wir unsere Konkurrenten von der Bahn oder lassen wir ihn gewinnen? So, editieren oben. Oben ein. Nee, so ist das nicht gut. Das muss dann so kommen. Fokus, Titel und Farbkorrektur. Fertig machen. Der das Interesse ist natürlich schlecht. Dafür haben wir bei Content und Videoqualität einen neuen Rekord. Hm, nicht schlecht. Beim Bearbeiten, na gut, möchte ich mal wissen, was manche hier, ich weiß auch, was die Kommentare immer moser, dass die Verarbeitung so schlecht ist, beziehungsweise das Scripting. Muss man unbedingt eine Aufnahme vorbereiten? Ich sag, nee, muss man nicht. Also man macht jetzt einen Walkthrough oder sonst was hier, wo man bestimmte Inhalte zeigen will. Aber nicht bei einfachen Gameplay-Videos. Do you want to chat? Not. Natürlich nicht. Ach Gott. Oh, unsere Videos machen gut Gewinn. 40 Kröten? Und was will unser... Erstmal will unser Freund in der Wand rumbacken. Do the movies tonight. Don't want to waste your expectations. Nein, danke. Ich muss erstmal schlafen gehen.
In der Zeit bearbeiten wir das Video weiter und dann starten wir den Upload. Und dann gehen wir nochmal kurz zur Schule. Und wir laufen auch durch die Wand. Ja, aber dann gibt es noch Bugs hier im Spiel, aber wir sind in der sozusagen Beta-Version. Das Video hat gut Geld eingebracht. Total to pay haben wir nichts. Collaborators, also Mitarbeiter, haben wir nichts. Wäre ja noch. Da würde ich sagen, gehen wir erst noch was essen. Mal wieder einen Salat, wie es scheint. Beziehungsweise wie es wohl sein wird. Ich nehme an, die haben jetzt noch nichts weiter zugefügt. Ja, wieder nur. War das diesmal ein anderer Salat? Naja, auf jeden Fall haben wir was gegessen. What? Was hat er gerade gebiept? Aber hoffentlich nicht. My computer broke down and I can't edit a video. I've heard you kind of got at this. Could you upload a video? I'll send you the game. Ja, einmal machen wir es noch für 13.000 XP und 100. Wenn wir das gemacht haben, ziehen wir auf jeden Fall um. Dann haben wir über 400 Dollar. Fast schon 500. Except I'll send you it. Na, dann bringen wir her das Ding. Oh, was haben wir hier? Star Scroll Gameplay before April 12th. Okay. Wenn das Ding nochmal ankommt, da. Und wir machen natürlich ein neues Spielvideo. Das Gute ist, die Dinger dürfen wir behalten. Oh. Okay, Star Scroll. Das ist ja schlecht. Nur mittleres Interesse. Dafür ist es das erste Video, das wir machen. So dürfte es auch ein bisschen populär sein. Zumindest auf unserem Kanal. So, wir gehen die Aufnahme. Greeting with an impressionation, also mit einer Nachahmung einer Person. Also hier, da geht nur eine fröhliche. Und hier haben wir jetzt auch wieder eine fröhliche. QTE-based Final Boss. Ich weiß nicht, was QTE bedeutet. So ein Nerd bin ich nur auch nicht. Und wieder happy. Gott. Die Aufnahmen sind wohl nur glücklich. Und hier wieder Fade to Black, so wie ich es ja in meinen aktuellen Videos mache. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich unbedingt im Nachhinein noch ein Intro und Outro mache. Och nee, nicht schon wieder der Rechner. Zum Kotzen. Process. Der Content ist gut. Die Videoqualität ist scheiße und das Bearbeiten ist wieder richtig gut. Publish the Video. Oh Gott, hoffentlich nichts Schlimmes hier. Okay, wenn wir nicht anfangen zu lernen, wird sie uns noch Hausarrest verpassen. Und da sollen wir ja nicht ankommen und rumheulen. Ja, ich gehe doch jetzt schon in die Schule, Mann. Das ist, würde ich sagen, das einzige Navige noch am Spiel. Das mit der Schule, mit dem Lernen. Aber wenn man einmal in der eigenen Bude ist und das Geld durch die Videos gut reinkommt, was ja schon dort Fall ist, 40 Dollar pro Video, ein Video pro Tag. Und wir haben das Apartment, glaube ich, mit 50 Dollar pro Tag zu finanzieren. Nee, nicht pro Tag. 80 Dollar pro Monat zu finanzieren. Na, dann haben wir doch guten Gewinn. Dann ab und an nochmal zur Arbeit gehen, wo wir schon von sprechen. 4 Stunden Autos waschen. Nochmal 20 Dollar mehr. Und jetzt werden wir erstmal noch schlafen gehen, weil der Upload auch noch nicht fertig ist. Shadow Assault. Wäre auch noch ein kleines Gimmick, wenn man hier diesen Play-Button wirklich drücken könnte. Ich versuch's ja gerade. Und dass dann hier irgendwo was abgespielt wird, aber naja, muss nicht sein. Und was ich mich frage, was hier diese 15 hinter dem Turtle Urn bedeutet. Ist das die Veränderung zum vorherig besten Video? Na, ist ja egal. So, wir haben 320.000 Views und 28.000 Abonnenten. Ist ja nicht verkehrt. Receive an email. Very cool video. When will we see the next one? Very soon. That's a good way of building hype. You made your subscribers happy and improved their mood. Haha, good, great. You did it perfectly. Now let's see if the video is useful. Thank you, Anno. Und wir kriegen das Geld. Haben wir über 500 Kröten und ciao. Wir müssen 160 Dollar einmalig an Kaution zahlen und dann 80 Dollar pro Monat.
haben immer noch einen Arbeitsplatz. Dafür haben wir die vierfache Geschwindigkeit beim Hochladen. Das Essen müssen wir bezahlen, studieren müssen wir nicht, Lernkurse und Roommates, also Mitbewohner, könnten wir dann haben. Da würde ich sagen, move wir. Hoffentlich nehmen wir auch alles mit und lassen hier nicht den Computer stehen. Wobei wir den erstmal reparieren müssten. So. Und das ist unser neues Zuhause. Sieht doch nicht schlecht aus. Natürlich der kaputte PC. Here in this room I found out I could really make a living from YouTubing, so I devoted myself to it entirely. I reached 50k subscribers. Besides, in this apartment I had the time to study courses and improve my YouTubing skills, but I also had other duties. I was already at my new apartment now that I didn't live with my parents anymore. I would no longer get grounded and I was free to do as I pleased. But I had new duties. Was denn? From then on I could eat whatever I wanted to. Open your fridge, eat a sandwich. Eat 2.1. Aha, also können wir jetzt essen, was wir wollen, nicht mehr nur Salate. Hallo, essen. Oh, das hätte natürlich auch ein bisschen an die Sims, wo man ja wählen könnte, was man zubereitet. Unbegrenzt Brot und Wasser haben wir, dann haben wir vom Rest nichts. Kacke. Left-click oder Eat-Button located under the sandwich. Eat it! Oh my god, I only have 2 sandwiches. Let's not panic. I could buy more food by clicking on my fridge. Buy food. Natürlich gehen wir dafür an den Rechner. Bisschen Kaffee. Natürlich so eine Red Bull Verarsche hier. Ja komm, hol mal 5 von allen. Salat haben wir schon viel zu viel. Okay. Gott. Hotdog und Sandwich kosten so viel. Und ja, Energy Drink natürlich. Dafür haben wir jetzt unseren Vorrat wieder aufgefüllt. Another perk of this apartment was that now I was able to upgrade my skills thanks to curses. From my bookshelf. Das soll eher my heißen. From my bookshelf I was able to choose the curse I wanted. I was able to pause it and continue it as many times as I wanted, clicking back on the bookshelf. Okay. Presentation. What's up, Eno? A new cell phone model is being released in a few days and it comes with some really important tools for a YouTuber. You should attend these events to be up to date with industry novelties and also gain some reputation. I have a couple of invitations. If you want to come with me, don't forget to confirm your assistance in your calendar. I'm not going to miss it. Okay. Strawberry Curse. 2-Story. White Party. Blue Movie. Black Party. Future Retro. Get a ticket. Kostet uns ja nichts. Okay. Filme. Party. Film. Was haben wir hier? Future Rodeo. Okay. What the... Okay, da gehen wir auf jeden Fall hin. Das hat irgendwas mit was Freistaat Bonn an Klamotten zu tun. Spring Festival. Ja, da wollen wir erstmal nicht hin. Okay. New goal available. Get 50k subscribers. Okay, und jetzt holen wir uns erstmal die Erfahrung ab. Machen natürlich keinen großen Sprung bei 22.000. Total Views, jetzt für 250.000. Die haben wir natürlich an sich schon rein, aber müssen insgesamt 250.000 neue machen. Das ist ja nicht schlecht, dass sie das auf neu und nicht auf bereits existierende bezieht. Sonst wäre es viel zu einfach. So, insgesamt 50.000 neue Subscriber. Und wir müssen jetzt erstmal schlafen. Und das ist mein Roommate. Good morning. If you don't mind, I'm going to play for a while. Ja, dass wir überhaupt schlafen konnten, hatte der Kopfhörer auf? Ich glaube mal nicht. Get dressed. Und die Präsentation. Oh, nee. Da lassen wir es doch lieber ohne. So, haben wir hier noch was? Dann ziehen wir mal diese Jacke an. Standardhose. Schuhe haben wir die. Sneakers mit offenen Schnürsenkeln muss nicht sein. Brille wollen wir keine. Und hier haben wir auch nichts.
Go to an event.